Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu 5 Minuten Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. In diesem Video geht es um Selbstbewusstsein. Die meisten Leute wollen selbstbewusst sein, aber sie verstehen nicht, wie schwer das eigentlich ist. Und ich möchte dir in diesem Video einen Überblick über die Punkte geben, die man haben muss, um wirklich selbstbewusst zu sein. Also nicht jetzt Selbstbewusstsein zu spielen, wie das viele Menschen machen, sondern um wirklich von innen heraus stark zu sein. Aus meiner Sicht dauert es ungefähr 3 bis 5 Jahre, manchmal sogar 7 Jahre, bis man wirklich selbstbewusst ist. Und man muss auch durch gewisse Situationen wirklich durchgehen. Wenn man durch diese nicht geht, wird man nicht selbstbewusst. Das bedeutet, du kannst 40, 50 Jahre alt werden und du wirst leider nicht selbstbewusst. Aber es lohnt sich und deswegen möchte ich mal zu den Punkten kommen. Aber davor noch eine kleine Geschichte. Bei mir zum Beispiel war das so, meine Eltern sind ja Aussiedler und jeder, der Eltern hat, die nicht so gut Deutsch reden, der weiß, wie schüchtern sie sind beim Einkaufen, wenn sie zum Amt gehen, wenn sie Deutsch reden müssen und so weiter. Und diese ganzen Sachen übertragen sich natürlich auch subtil in den Körper des Kindes, weil das Kind schaut sich das an und guckt sich das ab dadurch. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr selbstbewusst ist, dann guckt sich das Kind dieses Selbstbewusstsein auch vom Vater oder von der Mutter ab, aber das ist trotzdem keine Garantie. Das heißt, ein Kind muss trotzdem durch diese gewissen Punkte gehen und diese Punkte auch lernen oder sagen wir mal, diese Punkte bewältigen. Es reicht nicht nur aus, einen selbstbewussten Vater zu haben und dann ist man selber selbstbewusst. Ja, man wird das Ganze imitieren, spielen, aber wirklich selbstbewusst ist man nicht. Punkt Nummer 1, sag immer deine Meinung. Die meisten Menschen sagen ihre Meinung nicht. Sie kommen zu der Oma, sie kommen zu den Eltern, sie kommen in eine Clique, in eine neue Situation, in der Arbeit, sagen sie ihre Meinung nicht. Einfach aus Angst, dass sie im Endeffekt ja, dann fertig gemacht werden, dass sie angegriffen werden. Und das kann natürlich auch wirklich passieren, aber trotzdem musst du deine Meinung behaupten. Hier wird mir oft gesagt so, ja, aber ich habe Angst, ich traue mich nicht. Ich kann da nichts dafür, das sind Naturgesetze. Und die Welt halt sagt halt, okay, wenn du deine Meinung nicht sagst, dann kannst du nicht zu dir stehen. Ja, das ist einfach auf Unterbewusstsein, also aufs Unterbewusstsein geht es. Und dein Unterbewusstsein merkt, ich bin schwach, ich traue mich nichts. Ich trau mich nicht zu, meine Meinung zu sagen. Das ist genauso, wie wenn du ganz dünn und klein bist. Und vor dir steht, was ich Klitschko, Mike Tyson oder irgendjemand, da kannst du dich nicht sicher und selbstbewusst fühlen. Punkt Nummer 2, mach das, auf was du wirklich Lust hast. Lebe dein Leben so, wie du wirklich willst. Nicht wie deine Mutter dir gesagt hat oder dein Vater oder dein Bruder oder sonst irgendjemand, der gesagt hat, ja, man muss Arzt werden. Und jetzt gehst du diesen Weg und merkst, das ist nicht dein Weg. Und du hörst einfach nicht auf dich, unterdrückst dich und so kann man nicht selbstbewusst sein. Wenn du ständig fremdbestimmt bist, kann man nicht selbstbewusst sein. Und ich denke, bereits nach dem zweiten Punkt erkennst du, wie schwer es ist, wirklich da anzukommen. Denn Selbstbewusstsein ist für mich genauso schwer zu erreichen, wie Millionär zu sein. Dritter Punkt, verbanne alle Menschen aus deinem Leben, die dich unterdrücken. Ja, es gibt leider viele Menschen, die an dir einfach halt rumhantieren, runterreden, versuchen dich so als Sündenbock zu nehmen, Schuld weisen dir zu und erzählen dir, wie dumm du bist oder was weiß ich. Ja, je nachdem, das kann in der Arbeit sein, das kann in der Familie sein, das kann überall sein, auch sogar im Freundeskreis. Und solange du diese Menschen hast, die dich ständig runterreden und dich ständig darauf programmieren, kannst du selber nicht selbstbewusst sein. Der vierte Punkt ist verwandt, kann es sein, dass du dich selber runterredest. Viele Menschen fallen in eine sogenannte Opferidentität, in eine Opferrolle. Und ja, die machen sich selber fertig, die programmieren sich täglich ihr Unterbewusstsein, dass sie einfach schlecht sind, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nichts schaffen. Und das wird dir sehr, sehr stark aufs Unterbewusstsein gehen. Dazu empfehle ich dir, Video Nummer 17 und Nummer 18 anzugucken. Da ging es um das Umprogrammieren des Unterbewusstseins. Aber damit nicht genug, kommen wir zu Punkt Nummer 5. Hast du in deinem Leben schon etwas geschafft, wo du gedacht hast, dass du es nicht erreichst oder dass du es nicht packst? Das braucht jeder Mensch, es kann immer etwas anderes sein. Und das zeigt dir, dass du viel, viel stärker bist, als du anfangs gedacht hast, weil am Anfang waren wir ja kleine Kinder und hatten diese ganzen Unsicherheiten im Körper. Bei der Frau ist das meistens die Geburt ihrer Kinder. Je mehr Kinder eine Frau bekommt oder allein schon ein Kind, verändert die Frau extrem, weil das ist wirklich eine Extremsituation. Sie muss da Stärke beweisen und das verändert eine Frau nachhaltig und zeigt ihr, dass sie stärker ist, als sie ist. Bei Mann war das früher traditionell, zum Beispiel die Bundeswehr. Ja, der ist dann zur Bundeswehr gegangen, dann wurde da an seine Grenzen gebracht. Bei mir war das zum Beispiel auch so. Und dann habe ich gesehen, wie stark ich wirklich bin, wo wirklich meine Grenzen sind. Und
Ich persönlich zum Beispiel habe in meinem Leben sehr, sehr viel durchgemacht. Ich habe 2 Trennungen hinter mir, 11 Jahre gescheiterte Beziehungen. Ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht auf dem Weg, kannst du dir vorstellen. Auf dem Weg zum Erfolg gehen sehr viele Sachen schief. Ich habe mein Buch rausgebracht, ich habe Produkt rausgebracht, ich habe meine Selbstständigkeit angemeldet. Ich habe über 2000 Menschen gecoacht. Kannst du dir vorstellen, allein 2000 Menschen 1:1 zu begegnen und sich auf die einzulassen und mit denen zu arbeiten, das verändert dich einfach. Das macht dich einfach deutlich, deutlich selbstbewusster. Nächster Punkt ist, du musst lernen, dich auszudrücken. Du musst lernen, wirklich Kommunikation einzusetzen, um deine Gefühle, um deine Ansichten, um deine ganze Wahrnehmung auszudrücken. Weil wenn du dich nicht ausdrücken kannst, wenn du dich nicht nach außen bringen kannst, und das passiert halt hier durch die Kommunikation, dann fühlst du dich immer so ein bisschen eingeschränkt, du fühlst dich immer so unbeholfen. Sonst könntest du nicht stehen, auf den Beinen könntest du nicht laufen. Und deswegen solltest du Kommunikation lernen, am besten auch gleich in die Praxis gehen. Nimm für dich zum Beispiel persönlich selber solche kleinen Videos auf, wie ich das mache. Du musst sie ja nicht unbedingt auf YouTube hochladen, wenn du sagst, ah, ich habe noch Angst. Aber wenn du es machst, wirst du deutlich selbstbewusster und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Geh in die Öffentlichkeit. Wenn du ein ultimatives Selbstbewusstsein haben möchtest, dann geh in die Öffentlichkeit. Dir wird nichts passieren, du brauchst keine Angst haben. Ich bin seit 8 Jahren in der Öffentlichkeit, seit 5 Jahren bin ich selbstständig. Das ist etwas, was dich nachhaltig verändert. Meine Frau ist in der Öffentlichkeit, wir sind ganz als Familie. Auf Instagram zeigen wir so viele Sachen von uns. Das macht richtig selbstbewusst, wenn man wirklich zu sich steht, wenn man wirklich, guck mal, bei uns ist es sogar so, wir sind zu dritt zusammen. Wir führen eine Beziehung, wo wir zu dritt zusammen sind. Und da musst du wirklich selbstbewusst sein, um nach außen zu gehen zu können, oder besser gesagt, die Sache macht dich auch selbstbewusst. Wenn du rausgehst, ich kann mich noch erinnern, am Anfang, wir sind ins Fitnessstudio gegangen, haben alle geguckt, so, hä, was ist los, die küssen sich da zu dritt und so. Wir waren sogar mal zu viert zusammen, ja, wir haben sogar schon mal eine Beziehung probiert zu viert. Und geh mal zu viert raus, was sehe ich, küsse dich irgendwo im Fitnessstudio, alle gucken so, hä, was ist los, was ist, ja, also die Leute sehen ja sowas nicht alltäglich. Also es gibt schon solche Beziehungen, aber die sind halt in der Minderzahl. Und wenn du dann in der Unterzahl bist und guckst so, okay, was gehört sich, wie sollte ich sein, und du bist dann anders, dann geht es dir auch Selbstbewusstsein. Das betrifft auch zum Beispiel Leute, die andere Hautfarbe haben oder zum Beispiel Ausländer sind, die sind ja auch in der Unterzahl. Oder das bedeutet, wenn du zum Beispiel homosexuell bist, ja, da könntest du auch sagen, so, oh Gott, ja, du bist ja schüchtern. Und dann, wenn dann so ein Homosexueller sich zum Beispiel outet und er sagt dann zum Beispiel, ja, ich liebe Männer, ja, dann wird er selbstbewusster. Ja? Und wichtig ist halt, du bist halt du. Du bist halt du und du musst zu dir stehen. Du musst deine Meinung vertreten. Und dieser Weg, es gibt noch mehr Punkte, aber das würde jetzt wirklich hier den Rahmen sprengen. Es gibt viele, viele kleine Feinheiten, und im Endeffekt geht es darum, nicht unbedingt am Ende dann sofort anzukommen und super krass selbstbewusst zu sein, sondern es geht im Endeffekt darum, Angst für Angst und Blockade für Blockade wirklich zu beseitigen und damit dein Leben zu verbessern. Weil in ständiger Furcht und Angst, weil das ist nichts anderes, fehlendes Selbstbewusstsein ist nichts anderes, und in Scham und ständig sich für alles zu schämen, zu leben, ist wirklich kein lebenswertes Leben. Und deswegen, ich wünsche dir alles Gute, ich hoffe, du nimmst dir das Ganze zu Herzen, suchst deine Schwächen heraus und wirst dort einfach stärker. Und wenn du zu mir persönlich Kontakt aufnehmen möchtest, in so einem Live-Fragerunde zum Beispiel, dann schau auf Instagram, dort habe ich jeden Sonntag eine Live-Fragerunde.